Ist Mr. Shiny zufälligerweise Ihre Bonermaschine? Das ist schön. Bitte, nennen Sie ihn nicht so. Er ist eher ein Freund als eine Maschine. Ich habe Mr. Shiny jetzt schon 3 Jahre und er hat mich noch nicht einmal im Stich gelassen. Physio-Koala, ich habe das Gefühl, der hat irgendwie eine Gehirnwäsche. Kann das sein? Das ist bestimmt Ex-Patient, der jetzt Wie hier kommt arbeitet. Es, dass Sie so ein enges Verhältnis zu einer Bonermaschine haben? Genau, ich therapiere ihn jetzt. Ich habe Sie doch gebeten, ihn nicht so zu nennen. Er hat einen Namen, wissen Sie? Oh yeah, Mr. Shiny. Es ist einfach so, dass... Sie finden das merkwürdig, nicht wahr? Mir macht das nichts aus. Die Kollegen hier meinen, ich sei verrückt. Haben Sie gehört, wie Sie hinter meinem Rücken Witzchen reißen, wenn ich Mr. Shiny seinen wöchentlichen Ausgang gebe? Wen wundert's? Okay, wir können noch nach dem hier fragen. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Wer ist das? Das frage ich Sie doch gerade. Haben Sie ihn schon mal gesehen? Woher soll ich das wissen? Sie haben mir ja nicht gesagt, wer das ist. Schauen Sie sich das Foto an. Yeah, okay. Also, haben Sie ihn schon mal gesehen? Nein. Boah, das ist ja furchtbar. Ja, ich bin Elektriker. Ist Mr. Shiny vielleicht kaputt? Nein, tue ich nicht. Sollte ich? Nein, ich frage mich, ob Sie nicht vielleicht einen Fremden gesehen haben, der damit herumgewedelt hat. Ja, jetzt Nein, gerade. Sir. Anderenfalls hätte Mr. Shiny sich bestimmt schon drum gekümmert. WB-Chaosnah. Okay. Ich glaube, ich unterlasse weitere Bis Diskussionen später. Mit dem hier. Ja, yeah, passen Sie auf sich auf. Wette, es gibt hier gleich irgendeinen Patienten, der es nicht toll findet, dass hier die ganze Zeit so viel Lärm ist. Und dann muss ich hier gleich erstmal den Stecker rausziehen. Würde mich nicht wundern. Was hat denn der in der Hand? Nix. So, aber es hieß zweimal links. Wo bin ich denn jetzt hergekommen? Von da? Oder von da? Nein, ich bin von hier gekommen. Okay. Das war einmal links. Hier haben wir eine Tür, aber dann würde ich doch gar nicht gehen. Zweimal links, würde ich sagen. Oh, die sieht doch aus wie Schwester Grendel. Oh, oh. Oui, Monsieur? Ist das Station J2? Ist es, aber Sie gehören hier nicht hin. Wir haben sehr strenge Besuchszeiten. Können Sie nicht mal eine Ausnahme machen? Ich bin den ganzen Weg von Kalifornien bis hierher gekommen. Da müssen Sie mit dem Arzt sprechen. So lange kann ich nicht warten. Was ist, wenn er inzwischen den Löffel abgibt? So können Sie hier drin nicht reden. Das hier ist ein Krankenhaus. Genau, und kein Hospiz. Sie müssen gehen. Super, und er geht einfach. Guck mal, der ruft doch schon. Hilfe, Hilfe. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich kann den Stecker rausziehen. Ob ich damit hier... Guckt euch mal an, wie der sich der Oberkörper von dem bewegt. Das will ich auch können. Guck mir den nochmal an. Aber nicht sprechen mit dem, bloß nicht. Er noch nicht. Sieht völlig grundloserweise abgehoben glücklich aus. Genau, abgehoben glücklich trifft's gut. Hey, wieder. Da können Sie nicht rein. Wieso nicht? Ich bin für den Inhalt des Schranks verantwortlich. Ach du. Dann müssen wir erst den Stecker rausziehen. Als ich den Stecker aus der Steckdose ziehe, hustet die Maschine, spuckt und steht still. Oh. Plupp. Mr. Shiny? Was ist los, Kumpel? Oh Gott. Jetzt kann ich, ja? Ja, komm, geh. Jetzt muss der Dialog nur wieder kommen hier. Komm schon. Und jetzt. Och Mann, ich kann nichts. Doch, jetzt. Rein hier. Der kommt gleich wieder um die Ecke. Oh, okay, schnappen und schnell gehen. Sehr schön. Jetzt bin ich Arzt, nicht wahr? Was bringt das jetzt nochmal mit dem zu reden? Hallo. Oh, hi. Pfeifen verboten, richtig? Richtig. Okay. Genau, erzähl mir mal was über was Schwester ist los Grendel. Mit Schwester Grendel? Sie ist sauer und gemein wegen gebrochenem Herzen.
Oh. Oh, das ist übel. Ich dachte, sie wäre nur einfach schlecht gelaunt. Das kommt noch dazu. Übrigens, Sir, ich würde mich lieber nicht so nah an Mr. Shinys Ölventil stellen. Wenn er da was rauslässt, haut es Ihnen glatt den Glanz von Ihren Schuhen. Hey, hübsche Turnschuhe. Danke. Kriegst du nicht. Öl, ja? Aber wie Glanz von den Schuhen? Es ist einfach kein Maschinenöl, sondern es ist Bonaöl, oder? Ich frag nochmal. Haben Sie Probleme mit Mr. Shiny? Ja, allerdings. Ich weiß einfach nicht, was heute mit ihm los ist. Ständig zieht er seinen Stecker raus. Ach so, er macht das. Okay. Oh, ob der vielleicht Möchten drauf reinfällt? Sie mir die Hand geben? Nicht Nein. Bevor ich mich gewaschen habe. Ich hoffe, Sie verzeihen, Sir. Okay. Gut, lassen wir das. Passen Sie auf sich auf. Was ist denn, wenn ich jetzt nochmal nach vorne gehe? Muss ich mir dann gleich wieder... Oh, der sieht aber sehr ähnlich aus wie ich, ha? Gucken wir uns den mal an. Komm schon, guck ihn dir an. Komm, ist das denn wohl nicht wahr? Oh, wir sehen uns aber wirklich sehr ähnlich aus, ne? Das Gesicht des jungen Mannes strahlt Energie und Enthusiasmus aus. Meine Meinung, frisch von der Uni. Bleib doch mal stehen. Hallo? Ich will dich anklicken. Ich heiße George Stobbart. Ja, mein Herr? Freut mich, Sie kennenzulernen, Sir. Sie können mich George nennen, wenn Sie wollen. Sind Sie sicher? Ja, so heiße ich. Ich heiße Future Trunks. Benoit, aber alle nennen mich Bunny. Bunny? Stimmt, genau. Ich hatte dieses niedliche Häschen, als ich noch klein war. Verschonen Sie mich damit, Benoit. Also das ist jetzt hier im Stream mein erstes Baphomets-Fluch. Ich habe die Baphomets-Fluch im Großen und Ganzen, glaube ich, alle gespielt. Aber als sie rauskam, wann war das? 97? Ist also schon eine Weile her. So, wir fragen erstmal nochmal. Erstmal nach Schwester Grendel. Kennen Sie die Schwester auf Station J2? Nein, Sir. Heute ist mein erster Tag hier. Ich kann es gar nicht erwarten, bis ich die Ersten im Bett vor mir habe. Ich meine natürlich Patienten, meine ersten Patienten. Das könnte man falsch natürlich verstehen. Natürlich nicht die Schwestern. Halten Sie den Mund, Benoit. Okay, Sir. Ach so, ja, stimmt. Er hält mich ja für einen Vorgesetzten. Was habe ich denn überhaupt für einen Namen dran stehen, dass er es einfach so glaubt? Hallo, ich trage ein T-Shirt. Ich trage nicht mal eine Krawatte. Wissen Sie etwas über einen Patienten namens Marquet? Nein, so. Sir. Ich kenne noch so gut wie gar keinen der Patienten. Habe ich noch nicht gesetzt wieder. Ich habe einen Arzt getroffen, der zugegeben hat, dass er auch nur ein Mensch ist. Ich bin noch in der Ausbildung, Sir. Ich werde Hallo, mich Umbania, schon noch guten anpassen. Abend. Warte. Wenn du wissen willst, das Game habe ich noch nicht eingetragen. Warte, ganz kurz, ich mach's. Morisch eben. Commands. Command List. So, Edith. Die Edith sagt, Ritter spielt heute. Huch. Wollte ich denn jetzt schreiben? So. Okay. Der Command ist übrigens Ausrufezeichen Game. So. Hilfe habe ich leider nicht. So. Okay. Verdammte Hacke. Bis später dann. Bis später. Dann gucken wir jetzt hier nochmal. Ich habe... nächste Seite. Paris. Paris, Montfaucon. Marquet befindet sich im örtlichen Spital. Ich sollte gleich dorthin gehen. Ja. Weiter geht's nicht mehr. Ach, fuck, ey. Jetzt habe ich nicht richtig mitbekommen, was der jetzt zur Schwester gesagt hat, weil ich darüber nachgedacht habe, wie ich das jetzt hier noch schnell ändere. Nein, nicht dahin. Oh, wir kommen auch hier raus. Ach so? Okay, ich gehe noch mal hin. Irgendwas will mir schon einfallen. Sie hält mich ja jetzt immerhin vielleicht Guten Tag, für einen Doktor. Arzt. Ach, und plötzlich ist sie arschfreundlich. Die Patienten sind für die Visite bereit, Doktor. Danke, Schwester. Das hier werden Sie brauchen, Doktor. Ja, ein Stethoskop, oder? Nein.
Sie gibt mir eine lange, schmale Metallkiste, garniert mit einem bezaubernden Lächeln. Danke. Könnten Sie bei der Gelegenheit auch einen Blick auf den Patienten in Bett Nummer 3 werfen? Er stimmt, heißt der Eric Soapmarsh. Eric Soapmarsh. Haben Sie einen Patienten mit Namen Marquet auf dieser Station? Oui, Monsieur. Er ist in dem Privatzimmer am Ende der Station. Er steht unter strikter Quarantäne. Mhm. Warum ist Marquet isoliert? Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, müssen Sie mit Herrn Hagenmeier sprechen. Ach, mit dem Chef? Ich weiß nur, dass der Eintritt in Marquets Zimmer absolut verboten ist. Wissen Sie, wer Marquets Zimmer bezahlt hat? Das will ich aber genau wissen. Das weiß ich natürlich nicht. Eine Vorzugsbehandlung wie diese hier muss doch einen Arm und ein Bein kosten. Das geht mich nichts an, Monsieur. Jetzt ist sie nicht mehr so freundlich zu mir und ist auch nicht so schön. Haben Sie irgendwelche Clowns auf der Station? Aber ja, haben wir. Sogar einen Berufsclown. Och, Tatsache? Ich wette, der bringt Stimmung rein. Wohl kaum. Monsieur Boissy liegt seit mindestens 3 Monaten im Koma. Ach, scheiße. Was ist los mit Boissy? Er hatte einen ziemlich üblen Unfall. Eine dumme Sache mit einem Einrad. Sein augenblicklicher Zustand rührt von dem posttraumatischen Schock her. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass er jemals wieder als Clown arbeiten wird. Hinter jeder Wolke verbirgt sich ein Silberstreif am Horizont. Oder so ähnlich. Naja, gut. Was haben wir denn da? Was ist das für ein Gerät? Damit misst man den Blutdruck des Patienten, Doktor. Ja, wie schön, dass ich so dumm gefragt habe, nicht wahr? Danke, Schwester. So. Au revoir, Monsieur. Reden wir erstmal mit denen. Ich muss ja wenigstens den Schein wahren, oder? Hallo, jemand zu Hause? Wer sind Sie denn? Ich bin Dr. Stobbart und ich bin hier, um Sie auf dem steinigen Weg der Genesung zu begleiten. Dr. Monroe sagte, für meine Krankheit gäbe es keine Heilung. Ihr Problem ist, dass Sie zu viel Zeit im Bett verbracht haben. Sind Sie sicher, dass Sie qualifiziert sind, Herr Doktor? Das sollten Sie mal besser glauben. Komm, erstmal hier. Ich werde Ihren Blutdruck messen. Genau. Warum? Ich bin Arzt. Wenn man das so macht. So, pass auf, jetzt. Was macht der da? Ich glaube, das war so nicht richtig. Sieht mir ganz gut aus. Sie machen das nicht richtig. Ich wusste es. Shit, vielleicht habe ich mich jetzt erst recht verraten, weil ich nicht wusste, wie man es macht. Reden wir erstmal hier über Schwester Grendel. Grendel. Sie ist eine sehr effiziente junge Frau. Mhm. Effizient? Das klingt, als wäre sie ein Staubsauger. Ich kann mich nicht beklagen. Ja, da hinten immer, mit der Hand. Hallo. Die Frau am Empfang beschrieb Schwester Grendel als ein echtes Monster. Also das ist einfach nicht wahr. Sie ist sehr streng. Aber das ist ihr Job, nicht? An einem Ort wie diesem hier muss Disziplin herrschen. Gut, dass er das so sieht. Was können Sie mir über Marquet sagen? Das ist der Mann in dem Privatzimmer, nicht? In dem Zimmer, das mir gehörte. Bevor die mich wie einen Zigeuner einfach rausgeschmissen haben. Oh, okay. Wissen Sie, was Marquet fehlt? Die sagen mir doch noch nicht einmal, was mir fehlt. Sagen Sie, Doktor, was ist Ihre Meinung über meinen Fall? Es ist zu früh, sich festzulegen. Aber ich bin doch schon seit 3 Monaten hier. Ach du Scheiße. Dann weiß der immer noch nicht, was er hat. Na gut. Hast du den gesehen? Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, Doktor. Wer ist das? Ein kaltblütiger Killer. Oh. Vielleicht kann ich ihn schocken. Nein. Wieso? Wer weiß, vielleicht würde er dann aufstehen und wieder gehen. Hallo, wer lässt sich denn bitte 3 Monate in einem Krankenhaus festhalten? Du hast mit den anderen, kann ich nicht reden. Und hier kann ich auch nicht entlang? Dann rede ich doch nochmal mit ihm. Sie heißt ja auch Grendel, natürlich ist sie ein Monster. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Hi, ich bin wieder. Der unfähige Arzt. Ich lasse mal den Clown raushängen. Kennen Sie diese rote Nase? Gehört die nicht Boissy? Nein, nee. Ich habe sie in einem Rinnstein gefunden. Oh, sei doch nicht mal so ehrlich. Würde man gar nicht denken, wenn man ihn jetzt so sieht, was? Wo ist denn der? Ach, der Rest interessiert den nicht. Ich komme später wieder. Ja. Okay, okay. Nee, ich könnte jetzt natürlich hier noch... Lauf mal hier. So. Ich guck sie nochmal an. Die Schwester ist atemberaubend schön. Oh. Die Jungs auf dieser Station haben echt Glück, von ihr gepflegt zu werden. Na dann.
Okay, ich könnte mir mal wieder hier den Spaß erlauben und den Stecker rausziehen, aber was bringt mir das? Oh! Ich könnte vielleicht... Verdorri... das Ding schocken. Hm. George, du bist ja so... Ach so, doch, nimm mal raus. Der Stecker in der Steckdose versorgt die Bohnermaschine mit Strom. Ja, ja, ich will aber auch, dass du den rausziehst. Das kann er nicht mehr machen. Oh, so ein Ärger. Ich dachte, ich könnte das jetzt einfach nochmal machen. Oh, hi. Pfeifen verboten. Richtig. Ja. Nee. Okay, schade. Bis später. Hätte ja sein können. Passen Sie auf sich auf. Ich gehe davon aus, er war mal hier Patient und weiß, wie man das Ding bedient. Ja, es treffen sich immer mehr Ärzte hier vorne im Foyer, kann das sein? Ich glaube, ich muss nochmal mit ihm reden. Hey, Benoit. Ja, mein Herr? Wie er immer zu mir rüberkommt. Hier, nehmen Sie dieses Blutdruckmessgerät. Vielen Dank, Sir. Ach, was ja, soll ich stimmt. damit anfangen? Also, naja, passen Sie gut drauf auf, bis mir was einfällt. Genau. Bestens, bestens. Bis später dann. In Ordnung. Oh, ich glaube, die erkennt mich dann aber, oder? Hier, jetzt Hi, mit der Verkleidung. Ich bin Dr. Stobbart. Na? Oui, Monsieur? Oh, das macht nichts. Was? Jetzt geht gar nichts hier? Die erkennen mich alle gar nicht mehr, nur weil ich einen Kittel trage? Entschuldigung, aber... Aha, genau der richtige Mann. Ja, warum? Sie müssen der Neue sein. Oh, Sisi. Ja, muss ich wohl. Ja, also, dann laufen Sie hier nicht länger rum wie ein aufgescheuchtes Huhn und machen Sie sich nützlich. Bunny, komm her, Junge. Das ist Benoit, mein Neffe. Oh. Könnten Sie wohl mal auf ihn aufpassen? Hä? Entschuldigung, ich bin doch der Neue, denke ich. Der ist auch neu, warum soll ich auf den aufpassen? Ja, er kommt frisch von der medizinischen Fakultät. Pornodialog, ne? Das wird ihm die Augen öffnen, wenn er einen echten Arzt bei der Arbeit sieht. Darauf könnte ich wetten. Führen Sie ihn herum. Zeigen Sie ihm mal echtes Leid. Ach du Scheiße. Ja, Bunny, dann komm mal mit. Wo ist denn er jetzt? Ah, da ist er doch. Bunny, das hier ist echtes Leiden, wie ich finde. Hallo. Guckst du mal bitte hier rüber? Oh, hi. Pfeifen verboten. Richtig. Okay, den Dialog hatten wir schon x-mal. Bis später. Bunny, yeah, komm, wir gehen zur Schwester Grendel. Ihr beide, ihr passt bestimmt perfekt zueinander. Der Pornodialog, ne? Okay. Oh, wie der hier rüber rennt immer. Verzeihung, Schwester. Oui, Monsieur? Nein, ich wollte ihr den Typen zeigen. Danke, Schwester. Au revoir, Monsieur. Okay. Mit denen da hinten kann ich immer noch nicht reden. Dann zeige ich dir jetzt mal einen echten leidenden Patienten. 3 Monate lang weiß Hi, er nicht, was er wieder. Hat. Haben Sie mal was von einem Typ gehört, der Moala heißt? Nein, Doktor. Haben Sie schon mal was vom Club Alamut gehört? Ich bin nicht gerade der Typ für Nachtclubs, Doktor. Ich glaube, ich muss ihm hier zeigen, wie es hier auf der Station ist, ha? Komm, wir reden mal hier mit ihm. Ja, mein Herr. Peng! Ich erwarte immer, dass die hier sowas, was? Haben Sie noch das Blutdruckmessgerät, das ich Ihnen gegeben habe? Oh, sicher. Was soll ich damit tun? Genau, messen Sie mal hier den Aha. Er soll es ihr zurückgeben? Benutzen Sie es bei Schwester Grendel. Bitte? Ah. Nur zu, es wird ihr gefallen. Wir sind ja, hier okay. Der Kuppler, Dr. Stobbart? Ja? Ich möchte Sie doch wirklich bitten, sich Ihre Schürze für den Pausenraum der Assistenzärzte aufzuheben. Das hier ist ein Krankenhaus, kein Kabarett. Ach, seien Sie doch nicht so verbissen. Ich habe alles gehört. Noch so ein Unfug und ich melde Sie Dr. Hagenmeier. Oh, das ist aber gut. Weißt du was? Folgen Sie mir, Benoit. Ich genau. bin direkt hinter Ihnen, Sir. Ich kann ja immer noch nicht hier vorne hingehen, ne? Ich könnte Sie ja jetzt mal schocken. Dann meldet sie mich und dann
Gehen wir einfach hinten durch.